Ja, hallo liebe Golfer, mein Name ist Frank Trollinger. Ich bin Golfmethodenentwickler der Core Balance Free Release Methode. Heute mal zur Verantwortung von Golflehrern, Geschäftsführern, Verbänden, wenn man pathologisches Golf unterrichtet, einkauft. Oder Nationaltrainer oder Golflehrer verpflichtet, diese Methode umzusetzen. Zuerst mal die Beschreibung der Methode. Also es handelt sich um die Share-Methode. Wir bezeichnen diese Methode aus dem Grund, weil halt das die Hauptkernprinzipien sind. Share-Kräfte, Hohlkreuz, Supinationen, Valgus, Varus, Überstrecken linkem Knie, Torsionen gegen Tibia, Supinationen, Sprunggelenk, Divots raushauen. Und das kann man ja sehr einfach abnehmen. Und das ist jetzt auch Gegenstand der 83. Golf Medical Coach Fortbildung, die wir dieser Tage, also morgen und übermorgen, umsetzen. Und da sind wir natürlich erfreut, weil die Ärzte diese Grundsachverstände verstehen. Ja, also jetzt ist es so, dass es verschiedene Fachpaper gibt. Da gibt es also Wissenschaftsdatenbanken wie PubMed, also PUB und dann Med, also Publikation medizinischer Fachveröffentlichungen. Das sind also Studien, die Ärzte anstellen und erstellen und dann werden die geprüft von sogenannten Schriftleitern und ihrem Team. Und wenn das dann gut ist, wird es auch in Magazinen abgedruckt. Und da ist meine Methode, Core Balance Free Release, Trollinger, mehrfach wissenschaftlich, auch im Deutschen Ärzteverlag und in PubMed, als gesund bewertet, speziell für die Wirbelsäule und Kniegelenke. Aber grundsätzlich gesund. Und wenn etwas gesund ist, wenn also eine Biomechanik gesund ist, dann kann man auch sagen, sie fördert die Gesundheit, weil ja noch Bewegung dazu kommt, also Stoffwechselumsetzung. Und Stoffwechsel ist ja was, ohne das würden wir gar nicht leben. Und wenn man den anregt, das ist dann gesundheitsfördernd. Ja, und jetzt hat mir der Deutsche Golfverband einen Link zugeschickt von der Dr. Murray-Studie. Andrew ist, ich will jetzt nicht sagen ein Freund, aber wir mögen uns, wir kennen uns. Wir haben uns ausgetauscht. Ich habe seinen Kongress besucht in Edinburgh. Und in dieser Murray-Studie haben alle, die da von ihm im Team Mitglied sind, mitgewirkt und da haben die eine sogenannte Meta-Studie gemacht. Also das heißt, die haben nichts geforscht, die haben nur Studien von anderen Forschern herangezogen und daraus zitiert und da ist ein Haufen Blablabla dabei, was jetzt nicht so dramatisch wichtig ist, weil in der Mathematik ist es so, wenn also ein Apfel faul ist, dann ist halt der Apfelkorb nicht genießbar, sage ich jetzt mal. Also 1 mal 1 mal 1 mal 1 mal minus 1 ist halt minus 1. Also das heißt, wenn ein Teil und ein bedeutender Teil ungesund ist, dann ist die ganze Golf ungesund. Also das heißt, die Biomechanik, das ist der Hauptteil, also das Wort Golf ist pure Bewegung, ist nicht 19. Loch oder sowas. Oder wir haben früher mal die Diskussion gehabt, ob Golf ein Gesellschaftstreffpunkt ist, vollkommener Blödsinn. Golf ist ein ernster Sport und jetzt wurde halt durch diese Studie von Dr. Murray, aus der er zitiert hat, 90% der Leistungsgolfer verletzen sich schmerzhaft und 67% der Amateurgolfer schmerzfrei. Das ist der eine Bereich. Dann gibt es noch ein Gutachten von uns, zusammengestellt, auch von einem Facharzt der Orthopädie. Und da geht es darum, dass also vier Hauptstudien
zusammengefasst wurden, also eine Mini-Metastudie. Und das Ergebnis ist, dass, sei es mal, dort ist aufgeführt, Golf ist, erzeugt mehr Verletzungen wie Rugby, 400% Scherkräfte wirken gegen Kinder und Erwachsene im Golf. Also das sind ganz brutale Gewalten. Und da ist es so, dass es Körperverletzung ist. Also im Unterricht ist es Körperverletzung. Wenn ich also verantwortlicher Geschäftsführer bin und da zuschaue und auch wegschaue, oder ist es vorsätzliche Körperverletzung? Und dann ist natürlich auch von den Verbänden, die Nationalteams und Jugendleistungsgruppen unterhalten, aber auch, das ist auch vorsätzliche Körperverletzung. Und jetzt vielleicht mal zum Bereich, was ist Vorsatz? Ja, also normalerweise muss da ein Wille eine Rolle spielen, also ich will verletzen. Und da gibt es aber BGH-Urteile, dass das Zufügen von Verletzungen, die auch schmerzfreie Verletzungen sein können, ist vorsätzliche Körperverletzung. Und wenn man Verletzungen durch Unterricht zufügt, also wenn 67% oder 90% der Golfer sich verletzen, dann kann man von vorsätzlicher Körperverletzung sprechen, weil man nimmt ja billigend in Kauf, dass sich der Golfer, das Kind verletzt und der Tourspieler. Und das ist natürlich extrem problematisch. Und jetzt ist halt die Frage, was interessiert uns hierbei? Also uns interessiert der gesamte Methodentransfer. Also wir wollen die Methode weltweit zum gesunden Golf transferieren und das halt mit diesem Hauptargument vorsätzliche Körperverletzung. Und der Professor Katzer hat mir da immer nicht bösartig gesagt, Frank, ihr könnt nicht den kausalen Zusammenhang zwischen dieser Scher-Methode, wie du sie nennst, also wie ich sie nenne, und Verletzungen nachweisen. Und da hatte er recht, also absolut, das ist ein hochintelligenter Mensch. Und jetzt ist es so, jetzt können wir es nachweisen. Da gibt es also Studien, die diese Mikrotraumata durch die Scherbewegung nachweisen konnten. Und jetzt geht es im Prinzip um die Wurst. Und da gibt es natürlich zwei große Bereiche. Der eine große Bereich ist Europa, der andere große Bereich ist USA. Und heute hatten wir eine Diskussion, da ging es darum, dass mein Diskussionspartner, den ich sehr, sehr schätze, bewundere, dass der gesagt hat, er versteht nicht, dass ein Verband, wenn er das alles weiß, wenn er selber diese Verletzungsstatistiken versendet, dass der dann nicht Fortschritt einführt und Gesundbiomechanik. Warum das so ist? Und ich kann natürlich nur da Vermutungen anstellen. Die sind ja vereinigt in irgendeiner Gruppe. Und da werden sie zum Gleichklang gezwungen, dass ja da niemand ausschert. Aber bei vorsätzlicher Körperverletzung, und da sind auch die Verbandspräsidenten, Geschäftsführer mitverantwortlich, hört halt der Spaß auf. Und ich sage jetzt mal, was motiviert jetzt eine Golfanlage, Core Balance Free Release einzuführen? Eine Golfanlage sollte sich motivieren, dass sie sich durch Core Balance Free Release Trollinger im legalen Bereich von Golf bewegt, also keine vorsätzliche Körperverletzung. Und der andere Punkt, wenn man mal das alles weglässt, also ich bin ja gelernter Diplom-Betriebswirt auch, also ich habe ein sehr breites Ausbildungsspektrum und sage mal, das Betriebswirtschaftliche ist unfassbar. Also
Wir haben ja eine CIVE-Umfrage gemacht. Das bedeutet, wer gesund Golfen umsetzt, und jede Golfanlage ist da regional tätig, kann seine Mitglieder um das Vierfache steigern. Nachhaltig. Also muss keine Knebelverträge machen da. Du kannst nur 3 Jahre bei uns, mindestens 3 Jahre Mitglied sein, sondern nachhaltig. Und ich gehe davon aus, dass also die Golfanlagen mittlerweile sich darüber Gedanken machen, wie sie mittelfristig ihre Existenz sichern. Weil eines ist klar, jetzt hat jemand zu mir gesagt, uns alles scheißegal, wir werden subventioniert. Und ich sage euch, die Subventionen gehen zurück. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, einen Verletzungssport zu subventionieren, weil man dadurch nicht nur negatives Image einkauft, sondern das ist, es geht in den Bereich Veruntreuung von Geldern, wie es ja auch bei Olympia ist. Wenn ich dort nicht alles dafür tue, dass Golf gesund sein muss, dann ist das extrem schwierig. In dem Sinne spannend. Wir sagen vorsätzliche Körperverletzung im Unterricht, das ist unsere Rechtsmeinung. Die darf man ja haben und ich glaube, die ist auch nachhaltig. Ich sage auch nicht, dass es bedingter Vorsatz ist, sondern es ist Vorsatz, weil man es billig in Kauf nimmt, weil der Sachverhalt, der ist in der Wissenschaft bekannt und deswegen vorsätzliche Körperverletzung. Wir werden sehen. Es hängt auch nicht damit zusammen, wer ausbildet oder sonst was, sondern es geht darum, wer anwendet. Ja, also es geht nicht darum, wer das Messer produziert, das ist auch schlimm, aber wenn jemand halt anweist, du musst denjenigen verletzen, das ist Vorsatz. Und wenn ich im Prinzip weiß, aha, diese Bewegungen sind gesundheitsschädlich, ich nehme es aber in Kauf, jetzt hat jemand gesagt, das machen doch alle, dann ist es Vorsatz. In dem Sinne heute mal so ein bisschen Rechtsgedanken, die mich sehr bewegen und für mich ist die Sachlage, die rechtliche Lage eindeutig klar. Aus dem Grund, und das war heute auch wiederum die Diskussion, es gibt überhaupt keinen Grund, Verletzungsgolf zu glorifizieren. Das ist also das Allerletzte, wenn ich zuschaue, wie Kinder, Jugendliche strukturelle Verletzungen erfahren und wenn ich natürlich alles dazu tue, jetzt hat einer aus Stuttgart, Ludwigsburg zu mir gesagt, Frank, das dürfen wir aber der Öffentlichkeit nicht sagen. Und das geht natürlich nicht, das ist doof. Und von der Thematik her müssen wir den Golfsport gesund machen. Und nach meiner Bewertung gibt es weltweit nur dazu diese Core Balance Free Release Methode Drollinger, weil die weltweit die einzige ist, die mehrfach wissenschaftlich als gesund bewertet wurde, auch in PubMed und im Deutschen Ärzteverlag. Aus dem Grund muss Golf sagen, ja, super, eine goldene Zukunft, blühende Landschaften, aber der Transfer findet nicht freiwillig statt. Wir müssen also uns da gut aufstellen, weil diese Protagonisten im Golf halt nicht in Managementmethoden ausgebildet sind, sondern einem englischen geistigen Inzest sich bewegen oder sich in einem geistigen Inzest bewegen, weil da sagen die Leute, wenn du sagst, ich bin gut, dann sag ich, du bist gut. Und so geht es natürlich nicht. Das hat nichts mit Managementmethode zu tun und das war ja Schwerpunkt, also wir haben hier ganz exzellente Unternehmen, die das schulen, Managementmethoden, Kaizen, Lean Management, Six Sigma. Und da geht es immer darum, um Verbesserungsprozesse. Und wenn ich halt reaktionär mich verhalte, das ist halt kein Verbesserungsprozess, sondern das ist krank, weil ich Kinder und Erwachsene und Tourspieler dadurch verletze. In dem Sinne, bei diesem schrecklichen Wetter, also man kann gegen alles was machen, bloß nicht gegen das Wetter. Und das ist natürlich für Golf eine Katastrophe. Da bleiben die Leute weg. Deswegen, man kriegt nachhaltig nur neue Golfer, die eigentlich auch Beiträge bezahlen, bis zum Vierfachen, wenn man es richtig anstellt.
Das ist natürlich dann Marketing, lokales Marketing, Umkreis vom Golfclub 15 Kilometer und das ist das Spannende. Ja, also die Golfanlagen können sich selber retten und ich würde auch jede Anlage, die subventioniert ist, raten, baut auf valide Gesundgolfen um und das hat den Namen Core Balance Free Release Trollinger. In dem Sinne einen schönen Pfingsten. Wo bist du denn? So. Fertig. Bist du der Beste? Bist du der beste Zeitgenosse? Ja, das bist du. Das bist du selber, Amigo. Kommst du zu mir? Komm. Ja, oh, komm zu mir. Oh, warst du hinten mit uns? Ja. Dieser Staubsauger. Will ich ein bisschen zu machen?